Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde einer gepflegten vorweihnachtlichen Lektüre. Ich habe die Pilotveranstaltung, wenn ich so sagen darf, natürlich als Kinderpsychiater absolviert, in erster Linie aber auch als Lesender. Das heißt, als jemand, der mit Kinderbüchern klarerweise aufgewachsen ist und zu Kinderbüchern nach wie vor auch eine lesende Beziehung hat. Gleiches gilt für Kriminalromane und daher freut es mich ganz besonders, heute mit Eva Rossmann reden zu dürfen. Und ich stürze mich gleich hinein, halte mich wie zuletzt auch an meinem schriftlichen Konzept fest. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber ohne Text kann jemand, der in erster Linie schreibt oder auch schreibt, nicht wirklich existieren. Oder ich fühle mich zumindest nicht sicher ohne Text. Eva Rossmann trifft einen Kinderpsychiater oder einen Psychiater. Ja, sie hat ein Buch geschrieben, wie viele von Ihnen wissen, das heißt Freudsche Verbrechen. Ja, und was liegt näher, als mit diesem Buch diese Veranstaltung zu beginnen? Da ich ein Psychiater bin, der sich auch als ein tiefenpsychologisch ausgebildeter und orientierter Psychiater verstehe, freut mich das ganz besonders, dass es Freudsche Verbrechen gibt. Ich beginne ungehörig, mit einem Übergriff und lese Ihnen eineinhalb Seiten aus diesem Buch vor. Es wird ja heute sowieso darum gehen, wer am Ende das Opfer ist und wer der Täter. Ich bin jetzt gleich einmal der Täter. Ich rührte ein Stück eiskalte Butter in die Fischsoße. Gizmo sah interessiert zu. Der Duft des Branzino trieb mir das Wasser im Mund zusammen. Du kriegst die Gräten, versprach ich meiner Katze. Das Telefon läutete. Ein paar Beschäftigungen gibt es schon, bei denen ich nicht unterbrochen werden will. Einer davon ist Kochen. Ich ignorierte das Geklingel. An diesem Abend hatte ich mir Ruhe und ein gutes Essen verdient. Die Serie »So wohnen Österreichs Prominente« war abgeliefert. Meine gemütliche Küche hatte so gar nichts von dem bemühten Hochglanz, den ich in den meisten der Promi-Wohnungen gefunden hatte. Ob sie immer so lebten? Ob sie sich extra für meine Story Mühe gaben, ihre Wohnungen aussehen zu lassen wie Ausstellungskojen in einem Einrichtungshaus? Eigentlich war es mir egal. Als Lifestyle-Journalistin zu arbeiten hat Vorteile. Einer davon ist, dass sich die meisten Aufträge ohne allzu großes Engagement erledigen lassen. Es läutete immer noch. 2 Minuten mehr nicht, schwor ich mir und nahm den Hörer ab. Ich bin's, Ulrike, klang es atemlos am anderen Ende. Ulrike? Ich konnte mich an keine Ulrike erinnern. Ja? Ich weiß nicht, wer mir sonst helfen kann. Du musst kommen, sofort. Du hast ja Erfahrung mit solchen Dingen. Das brachte mich auch nicht weiter. Ich schwieg. Ulrike, deine Schulfreundin, wir haben uns beim Klassentreffen. Ulrike, mit der ich sogar einige Jahre in einer Bank gesessen war. In einem Mädchengymnasium, an das ich mich nicht mehr so genau erinnern wollte. 20 Jahre Abstand. Daran konnte auch kein Klassentreffen etwas ändern. Bei uns liegt eine Tote und ich bin ganz allein. Die Polizei habe ich schon angerufen. Aber weil du ja mit den Volksmusikmorden zu tun gehabt hast, wo ist das bei uns? Im Freudmuseum. Ich arbeite im Freudmuseum, das habe ich dir ja erzählt. Wo ist das? Du warst noch nie im Freudmuseum? Ich fand, das war nicht der Zeitpunkt, um über meine Bildungslücken zu diskutieren. Ich drehte die Gasflamme ab, stellte die Pfanne noch warm in den Kühlschrank, ignorierte Gizmos beleidigten Blick und lief wenig später die 8 Treppen von meiner Altbauwohnung nach unten. Eine Tote im Freudmuseum. Mein kleiner Fiat stand zum Glück nur ein paar Meter vom Hauseingang entfernt. Vor meinem inneren Auge sah ich eine Frau auf Freuds Couch liegen,
mit leeren Augen, einer dramatischen Fülle von langem rotem Haar, das sich mit dem Weinrot der Liege schlug und einem Einschussloch mitten auf der Stirn. Das ist ein guter Anfang, denke ich, denn es geht auf diesen gut eineinhalb Seiten um Dinge, um die es meines Erachtens zumindest beim Kriminalroman gehen soll oder muss. Es geht ums Kochen bzw. ums Essen. Eine Katze kommt vor. Es geht um die Vergangenheit in Gestalt der Schule, die offenbar bei der Erzählerin nicht beliebt ist oder die unangenehme Reminiszenz hervorruft. Die Ermittlerin tritt auf. Es geht um ein zwar imaginiertes, aber um ein Opfer. Die Psychoanalyse kommt vor. Die Stelle ist voller Humor. Und implizit geht es auch um Sex. Und der, zwar nur in einem Satz, aber das finde ich ganz nett. Alle Versatzstücke des Kriminalromans sind zu finden in dieser Stelle und das finde ich nett und ich denke, so soll ein ordentlicher Krimi anfangen. Ich darf an dieser Stelle ein paar Worte über Eva Rossmann, meine Gesprächspartnerin, sagen. Sie ist gebürtige Grazerin, hat Jus studiert, hat nach dem Studium als Verfassungsjuristin im Bundeskanzleramt gearbeitet, was vermutlich für ihre nein, ich sage jetzt nicht, politische Laufbahn nicht ganz ohne Belang ist. Als Journalistin unter anderem beim ORF, für den sie immer noch arbeitet, bei der Neuen Zürcher Zeitung und auch, ich weiß nicht warum, aber auch bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Eva Rossmann ist als bekennende Feministin oder war, um das in der Chronologie darzustellen, zuerst Autorin diverser Sachbücher, die sich im Wesentlichen rund um das Thema Frauen gedreht haben. Ich darf einige Titel erwähnen. Unter Männern, Frauen im österreichischen Parlament, 1995 erschienen. Heim an den Herd, Sparpaket, Arbeitsplatzmangel, konservative Trends und was Frau dagegen tun kann. Oder die Angst der Kirche vor den Frauen. Beide sind 1996 erschienen und beide damals schon im Folio Verlag, dem du ja grenzenlos treu geblieben bist. Ja. Etwas, das uns beide verbindet. Nicht der Folio Verlag, aber die Treue zum Verlag. Eva Rossmann war, wie Sie sicher alle wissen, 1997 Mitinitiatorin des österreichischen Frauenvolksbegehrens und 1998 Mitkoordinatorin des Bundespräsidentschaftswahlkampfes für die unabhängige Kandidatin Gertraud Knoll. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr, wie erfolgreich das war, also wie viel Prozent Stimmen. Ich kann mir nicht mehr genau, also wenn ich das nicht wirklich ganz. Jetzt, ja. Also ich kann mich auch nicht mehr wirklich genau erinnern, aber es war verblüffend erfolgreich, wenn man weiß, wie wenig Mittel wir gehabt haben. Also es hat nicht wahnsinnig viel gefehlt und wir wären dann in den zweiten Wahlgang gekommen. Also sie hatte zumindest so mehr als die Heide Schmidt, also irgendwie so 16 oder 26%, ich bin da erst nicht ernst. Eher 16, ja. Aber wirklich, also dafür irgendwie, dass alle gesagt haben, ja, das ist ja total toll und sollte sie wieder erwarten, noch besser sein, dann können wir sie auch finanziell unterstützen, war das nicht so übel. Und eine spannende Erfahrung, die auch zum ersten Krimi geführt hat. Ne? Eben, das wollte ich gerade sagen, Wahlkampf war das Thema damals und es kann kein Zufall sein, dass der erste Kriminalroman der 1999, dann also im Jahr darauf erschien, den Titel Wahlkampf trug. Und das war das Buch, in dem sozusagen Mira Walensky
geboren wurde. Mhm, ja. Auf Wahlkampf folgten dann weitere 15, also in Summe sind sie jetzt meiner Zählung nach 16 Kriminalromane, die sich alle um die Journalistin, Lifestyle-Journalistin Mira Walensky und ihren Partner, ihre Freundin, ursprünglich Putzfrau und Freundin Vesna Kreiner, drehen, eine Putzfrau, die im Laufe der Jahre sozusagen Karriere gemacht hat, wenn man das so sagen darf. Ja, dazwischen oder daneben, weiß nicht, ob das erlaubt ist, das so zu sagen, gibt auch einen Roman, der kein Kriminalroman ist, der auch nicht im Folio Verlag, sondern bei Limbus erschienen ist, Krummvögel im Jahr 2013. Es gibt ein Kochbuch, Mira kocht, was sonst. Wann das erschienen ist, hat man nicht aufgeschrieben, aber es ist noch nicht allzu lange her. Diverse Auszeichnungen, unter anderem den großen Josef-Kreiner-Preis für Literatur des Landes Steiermark und zuletzt den von Kulturen der Stadt Wien und dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels vergebenen Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur für den vorletzten Mira Walensky-Roman Männerfall. Ja, wie Sie ebenfalls vermutlich alle wissen, ist Eva Hausmann Köchin aus Leidenschaft und in einem, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, in einem gewissen Sinn auch aus Profession. Sie ist Sous-Chefin von Manfred Buching, ein Restaurant zur alten Schule in Riedenthal bei Wolkersdorf. Manfred Buchinger, Augenkoch, ehemals, ich glaube, in den vier Jahreszeiten. Ja, mit der Konte. Ja. Also nicht irgendwer in diesem Geschäft. Das führt mich zum Thema und zur ersten, vielleicht etwas seltsam klingenden Frage an dich. Ist Kochen etwas Politisches? Das habe ich mich wirklich noch nie gefragt. Also ich werde immer wieder gefragt, was Kochen mit Schreiben zu tun hat und so weiter. Das ist ganz klar. Das kann man auch wunderbar erklären, sozusagen. Schreiben dauert sehr lang und ein ganzes Jahr, bis ich so ein Buch in der Hand habe. Und Kochen braucht auch, finde ich, als Basis ein ordentliches Handwerk und die Hoffnung, dass es ein bisschen darüber hinausgeht, aber es muss schnell sein und kreativ und ist immer Teamarbeit und so weiter. Aber Kochen, was Politisches ist, naja, also ich würde sagen, zumindest wenn man es nicht nur für sich selbst macht, sondern auch für andere hat sicher gesellschaftspolitische Züge. Weil alles, was ich auch für andere tue und wenn ich sozusagen auch etwas Intelligentes verteile zum Beispiel und etwas Lebensnotwendiges, wie Essen ja auch wirklich nicht nur sozusagen Genuss ist, hoffentlich, sondern auch einfach notwendig, hat sicher was, also, glaube ich schon, dass das also unmittelbar mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und ich glaube, wenn man nichts Gescheites zum Essen hat, wird man leicht ziemlich sauer. Und dann gibt es und gab es natürlich auch Revolutionen, Umstürze und so weiter. Nicht? Also Essen ist schon so eine Basis unseres Zusammenlebens. Die Frage klingt natürlich komisch, aber so und es geht natürlich darum, so eine Veranstaltung mit irgendwie mit Provokation zu eröffnen, aber je länger ich über die Frage nachgedacht habe, umso plausibler ist es. Ja, ich habe mir das auch noch nie überlegt, aber es hat schon was. Was die Leute kochen oder beziehungsweise was die Leute essen, das ist abhängig von Faktoren, die im Kern etwas die unmittelbar mit uns. Naja, und abgesehen davon, dass es ja dann auch darum geht, sozusagen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um beim Essen, nicht? Woher kommen die Sachen? Also der berühmte Knoblauch aus China, der wirklich eines der absurdesten Dinge von überhaupt ist, der in einem Krimi von mir vorkommt, so in Nebensätzen streue ich das ganz gern ein, weil das wirklich sowas von schwachsinnig ist, ein Ding, das bei uns überall super gut wächst, das importieren wir aus China, nicht? Ich meine, wie blöd kann man sein? Ich habe nichts dagegen, wenn Ingwer aus China kommt, weil der wächst bei uns nicht. Und den esse ich selber auch sehr gerne. Also es muss nicht alles immer so mega regional sein, finde ich. Also zu viel Missionarisches ist mir da fremd, aber
Knoblauch. Wie erkenne ich den Knoblauch auch aus China? Indem es draufsteht. Also, sonst gar nicht. Ich meine, wobei, der meistens nicht besonders gut riecht und wenig gut schmeckt, das ist der aus China. Das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das ist Tatsache. Und das hat natürlich damit zu tun, dass der ewig lang immer dumm gefahren ist. Dankenswerterweise fliegen sie ihn wenigstens nicht, obwohl es wahrscheinlich auch schon Flugknoblauch aus China gibt. Also, gibt es auch die Flugmangos. Ich stelle mir die immer so hübsch vor, wie sie fliegen, die Mangos. Du merkst, sondern das Fragen, ist, dass, oder an meinen Einwänden, dass ich da absolut unprofessionell bin. Auf dem Knoblauch, den ich kaufe, steht nie was drauf. Oh ja, nein, auf der Knolle, aber wenn es muss draufstehen, am Sackel oder sowas, und wenn es offen ist, muss es auf der, muss ja, es am Karton draufstehen. Ja? Und seitdem ich weiß, dass das aus China kommt, schaue ich immer genau. Genau. Und da steht es dann immer so irgendwie so drauf. Der Meister. Ich meine, es wird jetzt für den Ort eine Spur besser, aber das ist für mich so zum Beispiel, das finde ich hochpolitisch. Also was du isst und welche Zutaten du verwendest, das finde ich absolut politisch. Ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber in meiner Kindheit, ich bin in relativem Wohlstand aufgewachsen, aber in meiner Umgebung hat die Frage, was hat man zu essen, nämlich im Sinn von, wird man satt oder wird man nicht satt, schon noch eine Rolle gespielt. Ja, bei uns eigentlich nicht. Also jetzt versuche ich mich zu erinnern, ich bin auch so Aufsteigerfamilie in den 60er Jahren aufgewachsen. Ne? Also, der Vater hat nur erzählt, also der ist aus der Oststeiermark und ist dann ins Gymnasium als erster sozusagen vom ganzen Ort, offenbar, wie man erst jetzt am Wochenende gelernt hat, gegangen in Fürstenfeld. Und der war beim Bauern untergebracht und da hat es jeden Tag Sterz gegeben. In der Früh. Also natürlich. Die 50er Jahre. Ja, das waren ja, 50, Anfang 50er Jahre, gleich nach dem Krieg. Und das eine Zeit lang mochte er Sterz nicht so gern. Was er mir gelegt hat, was er bei uns nie gegeben hat, und so hat er sich dann immer am Karfreitag, eine sehr katholische Familie, am Karfreitag Sterz gewünscht. Denn sonst keiner wirklich so wegen hat. Und wenn man gesagt, Vater, warum wünschst du dir dein Lieblingsessen? Das hatte mit Karfreitag nichts zu tun. Da gab es übrigens auch um Essen und Glauben große Diskussionen. Man fand, das sollte man, wenn man sozusagen ein Opfer bringt, kann man nicht sein Lieblingsessen essen. Ne? Aber da hat es schon noch sozusagen, da hat es zumindest Beschränkungen im Essen gegeben. Bei uns war die Phase, wo es schon einen kleinen Graz-Außenbezirk, einen kleinen Supermarkt gegeben hat. Meine Mutter hat mit großem Dank alle Halbfertigprodukte gekauft, die es gegeben hat. Also ich bin mit Wackelsuppen aufgewachsen, außer am Sonntag, wo die Oma gekocht hat. Leberwurst. Ja, kaum von mir. Also, aber es ist etwas wurden aus mir, auch groß und stark, wie die Oma immer gesagt hat, starker ist, hat sie immer gesagt. Das war dann nicht so nett, wie ich halbwüchsig war. Ich war das nicht nur groß und stark, ein bisschen stärker. Ne? Das hat man nicht so gern gehört. Also wir sind schon ordentlich ernährt worden, sozusagen. Wobei meine Mutter dann nahtlos von der ersten Supermarkt Halbfertigwelle übergegangen ist in die erste Voll-Bio-Welle. Ich erinnere mich an einen Tofu, der bei uns zubereitet worden ist, in so einem Wandel drinnen. Da hat sie im Reformhaus einen Tofu gekauft, den hat sie ins Wandel eingedruckt und dann hat sie ihn ins Ohr gestellt. Und dann kam der wieder raus. Und die hat geschmeckt so ähnlich wie Gips, Zement, aber Gott sei Dank nicht gefährlich. Und ich weiß nicht, wie mein Vater gesagt hat, ich isse wirklich alles, aber das ist sie nicht. Also. Und wurde entsorgt sozusagen. Ja, ich glaube, dass was wirklich, der ist glaube ich wirklich entsorgt worden. Sie hat nämlich überhaupt nicht gewürzt. Also, es war weder Salz dabei noch sonst was. Sojasauce kannte man damals noch nicht, zumindest nicht bei uns. Und die Leute im Reformhaus dürften ja keinen Tipp gegeben haben, wie sie das macht. Die haben einfach gesagt, das ist irrsinnig gesund, das tun sie ins Wandel und pochen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was meine Mutter mit Tofu gemacht hat. Und das ist nicht so weit entfernt davon. Aber bei uns kam er nicht einmal auf den Tisch. Ja, sie hat es lebhaft probiert. Kochen ist das Thema jetzt, was das Politische betrifft, so ein bisschen eine Kurve zu deinem
zu deinem politischen, frauenpolitischen Engagement. Wie erklärst du dir als Feministin das Phänomen, dass trotz Johanna Mayer und trotz Liesl Wagner-Bacher und Kim Kocht bei Merkur, muss man jetzt sagen, die meisten großen Köche oder berühmten Köche Männer sind? Naja, das hat einmal ganz praktisch mit den Arbeitszeiten zu tun. Also ich glaube, dass Frauen mindestens in der Küche so viel leisten können und mindestens so zäh sind wie Männer. Das habe ich, erlebe ja jeden. Also immer dann, wenn ich koche, also ich halte mehr aus als so manche. Nicht nur in meinem Alter, sondern auch jüngere. Also da sind sie mir schon reihenweise umgefallen. Also so ist nicht. Also daran liegt sicher nicht, dass Frauen schwächer sind und das nicht aushalten. Jüngere Frauen, auch wenn sie super gut kochen und auch nur in irgendeiner Form irgendwann einmal Familie haben, kriegen wir ein echtes Problem. Weil einfach die Arbeitszeiten in einem guten Restaurant absolut familienfeindlich sind. Du bist immer am Wochenende dran, du bist bis Mitternacht dran. Du hast, wenn es jetzt ein größeres Haus ist und du hast dann neben einem à la carte Geschäft noch irgendwie Bankette oder größere Gruppen, hast du unter Umständen, musst 18, 20 Stunden einmal drinnen sein. Du kannst dich wirklich um nichts mehr kümmern. Und Frauen, die sich um nichts mehr kümmern können, sind nicht rasend beliebt in unserer Gesellschaft. Das fällt. Zuerst ist ja so. Also die Gardemanschees und so die Köchinnen dahinter, die gibt's ja. Die gibt's ja nicht. Aber nur dann, wenn es in die erste Riege geht, brechen es ziemlich schnell weg. Und es hat teilweise wirklich damit zu tun, dass sie, Frauen das Gefühl haben, das geht sich nicht aus für sie. Die andere Geschichte ist, dass es natürlich Männerseilschaften gibt. Also auch unter den Köchen? Ja, nein, unter den Köchen zum Beispiel, unter denen, die Hotels leiten oder ja. denen was gehört. Den meisten Köchen gehört ein Zerschnittslokal. Da musst du eine Familiengeschichte haben. Nicht? Und die haben nicht alle. Also es ist nicht einfach, wenn sozusagen Frauen noch immer gewisse Aufgaben, jedenfalls aufgrund ihres Geschlechts, umgehängt werden. Drüber zu steigen und zu sagen, das ist mir wurscht. Das ging eben zum Beispiel bei der Liesl Wagner-Bacher, die hat ein gutes Umfeld. Da war das Haus schon da, ihr Mann arbeitet ordentlich mit und das hat sich gut entwickelt. Also das ist so, die Kim ist sowieso ein bisschen Sonderfall, da ist das sehr, sehr gut gegangen, die hat einfach irgendwann mal gefunden. Manchmal sind auch Frauen ein Stück vernünftiger und sagen, wenn es extrem auf die eigene Substanz geht, und das geht es teilweise, wenn du es ein eigenes Haus hast und gehypt wirst und so weiter. Das ist zwar wahnsinnig toll, aber irre anstrengend. Und deswegen hat sich die Kima irgendwann einmal zurückgenommen. Also ihr Leben war ja dann irgendwann einmal doch eine Spur wichtiger, glaube ich, als das Berühmtsein. Ja, die anderen versaufen sie halt teilweise. Ne? Männer versaufen sie da eher, Frauen nehmen sich eher zurück. Aber ich sage immer eher, weil ich nicht glaube, dass es die Frauen und die Männer gibt. Also da gibt es schon sehr viele Unterschiede. Nein, also, wie jetzt beim Herfahren bin ich einem Plakat begegnet, wie heißt dieses mich schon seltsam berührende Ding, das der Toni Merwald jetzt macht, die Palazzo? Das Palazzo, ja. Es hat der Toni Merwald vom Gera übernommen. Also ich meine, die haben sich irgendwann mal gestritten, ich weiß es nicht so genau. Ich habe den Verdacht, dass eine Frau so etwas nicht machen würde. Du brauchst, naja, es gibt auch super eitle Frauen. Also so ist nicht, aber das werde ich nicht, dass es anzieht. Aber du brauchst schon eine eigene Persönlichkeitsstruktur für sowas. Sagen wir mal, das wertfrei so, ja. Ganz wertfrei. Ja, ja, nein, es ist, also muss man schon sagen. Also abgesehen davon, dass Tony M. halt ein sozusagen so ein Kleinindustrieller ist in der Gastronomie-Szene oder auch ein Mittelindustrieller in der Gastronomie-Szene und politisch, sagen wir da bei der Politik, sehr gut vernetzt ist, ansonsten war er nämlich schon längst zumindest pleite. War angeblich schon. Ja, aber es ist immer ausgegangen. Wenn du die richtigen Freunde hast, und daraus fürchte ich im Schnitt bei diesen Vernetzungen als Mann immer einen Vorteil. Eine Frau, die dann sagt, die hat das nicht geschafft. Die hat das nicht geschafft. Ne? Das Großwahn hat es nicht erpackt. Haben wir immer schon gesagt, ob die das schaffen werden. Und bei Amazon hat irgendwie, naja. Ist ja blöd, das kann man jetzt nicht irgendwie da so, oder die Leute schicken, muss man schon helfen, wenn man irgendwie so ein tüchtiger Kerl, nicht? Und da immer auf der richtigen Seite gewesen, also sollte man schon was übernehmen, nicht? Das ist, erklärt das vielleicht auch das eine oder andere. Ja. Schreiben Männer oder Frauen die besseren Kochbücher? Habe ich mich noch nie gefragt. Du liest keine Kochbücher? Oh ja, mein Gott, ich habe hunderte, aber ich habe es noch nie nach dem Thema Mann oder Frau. Hast du ein Lieblingskochbuch?
ein Lieblingskochbuch. Momentan gerade. Das ist ja momentan gerade. Nein, das eine große vietnamesische Kochbuch mache ich wahnsinnig gern. Ich weiß jetzt leider nicht einmal, von wem das ist. Weil du gerade einen Roman über Vietnam schreibst. Auch, ja. Aber das habe ich vorher schon gelesen. Also das habe ich auch wirklich aus Vietnam selbst herbeigeschleppt, obwohl das so ein Teil ist. Aber das ist wirklich toll. Also das ist ein tolles. Das heißt mehr so exotische. Das ist, naja, mich interessiert natürlich das vor allem, dass ich nicht so gut kenne. Oder auch, dass ich nicht so gut kann. Ich habe die klassischen österreichischen Eulen, ab und zu schaue ich was nach. Aber exotisch interessiert mich natürlich, das ist ganz klar. Also das ist ja das Schöne beim Kochen, du kommst immer wieder auf was ganz Neues. Weg vom Kochen, gleich direkt zu auf die zentrale Frage, was ist das Politische eigentlich? Das Politische? Mhm. Naja, ich würde einmal sagen, sozusagen der Mensch existiert nicht nur als Einzelwesen, sondern auch als Gemeinschaftswesen. Und da hat man sich halt irgendwann mal angefangen auszumachen, Regeln, die uns gemeinsam ordentlich leben lassen. Und ich kenne ja viele Leute, unter anderem, um wieder in die Küche zurückzukommen, ich arbeite ja mit Lehrlingen. Und ich bin jetzt gerade einen hochintelligenten Lehrling, die Julia, die hat schon Matura gemacht und macht jetzt die Kochlehre und hat zu meiner großen Entsetzung gesagt, Politik interessiert sie aber gar nicht. Die liest viel, die interessiert sich für vieles. Also das ist nicht, die ist alles andere als deppert. Und dann habe ich gesagt, Julia, ich meine, du interessierst dich nicht, wie wir zusammenleben und wer unsere Regeln macht. Aber so hat sie es noch nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, das ist also sozusagen die Vermittlung von dem, was Politik sein sollte oder auch ist real, das ist einfach teilweise schrecklich oder findet nicht statt. Weil es ist doch irgendwie logisch, ich möchte doch irgendwie was wissen und auch mitreden, wenn es darum geht, welche Regeln geben wir uns als Gemeinschaft. Ich möchte darüber entscheiden, eben, wie Geld verteilt wird. Ich möchte darüber mitreden können, welche Bildungspolitik wir haben. Weil das betrifft ja immer mich auch. Oder wenn ich mich persönlich dann ein Kind oder einen Verwandten oder meine Umgebung und uns letztlich jedenfalls immer als Gemeinschaft. Wie erklärst du das? Und du sprichst jetzt natürlich so ad hoc der Jugendpsychiater auch aus mir, der sich darüber ärgert, dass ständig die unengagierte, ziellose Jugend verteufelt wird. Wie erklärst du dir die angebliche Politikverdrossenheit oder ganz konkret die Reaktion deiner Julia? Ich glaube nicht, dass die Politik verdrossen ist, die hat nur keinen Zugang. Also die ist alles andere ist unengagiert und schon gar nicht irgendwie dumpf oder blöd, also überhaupt nicht. Ich glaube sozusagen, Politik ist bei uns inzwischen so negativ besetzt durch das, wie Medien berichten, dass sie nämlich über die Politiker berichten und über einzelne Logistik nur Negatives zu sagen. Aber liegt es an der Berichterstattung oder daran, wie Politiker sind? Nein, es liegt schon an der Berichterstattung auch weil wir haben in keiner Gruppe von Menschen, wurscht, ob das Politiker sind, ob das Psychiater sind, ob das Köchinnen oder Autorinnen sind, gibt es lauter hehre Helden. Oder den Psychiatern schon. Ah ja. Und darum kann es also nicht gehen, sondern es geht darum, wie berichtet wird über ein System. Und wir haben jetzt diese Hypes, wo es eben nur über Personen oder über Streitigkeiten berichtest. Du berichtest aber die Hintergründe nicht. Die Zusammenhänge können einem nur dann deutlich werden, wenn du wirklich viel Zeit investierst. Wenn du viel liest, gute Zeitungen liest, aber wenn du dich selbst ein bisschen informierst, kriegst gewisse Sachen einfach überhaupt nicht raus. Zum Beispiel die letzten Tage habe ich mich gefragt, wie heißt das Ding, das da in Kärnten losgebrochen ist, HCB, genau. Was da in der Milch war? Was da irgendwie und überall war plötzlich und große Aufregung. Sie hatten mir tagelang, obwohl ich drauf gehört habe, nicht erzählen können, wo es das eigentlich ist, wo es das eigentlich macht und wo das sonst ist. Sie haben immer nur berichtet, wie arg, es gibt schon einen Krisengipfel. Und die einen sagen, na, das haben es ganz schlecht gemacht. Und die sagen, na, sie machen das so schnell wie möglich. Und der Dritte sagt irgendwie, schneller geht's gar nicht. Also, du hast keine Information und du hast es in den Politikbereichen noch viel weniger. Also es wird immer runtergebrochen auf den Streit. Also ich kenne das, ich war ja lange politische Journalistin selber
Und es gab eine legendäre Veranstaltung, ich glaube, das war am Freitag immer, also der Ernest, mein Mann, sitzt dort, damals waren wir noch nicht verheiratet und auch noch nicht zusammen, und er war Journalist fürs Radio und ich für die Oberösterreichischen Nachrichten, und wir saßen immer bei der Pressekonferenz vom CHAP, der gemacht hat, sowas allgemeine politische Fragen oder irgend sowas hat das geheißen, am Freitag, und das war unglaublich. Also da hat er halt irgendwie alles, was er irgendwie loswerden wollte, losgelassen und in erster Linie natürlich schon gegen andere oder und wir haben uns dann halt, wir haben teilweise dann inhaltliche Fragen gestellt, was uns nicht restlos beliebt gemacht hat. Also wir haben ihn einmal, wie er sehr geschimpft hat über die ÖVP und irgendwas mit der Milch, haben wir gefragt, wie viel ein Backel Milch kostet, das konnte er leider nicht beantworten. War blöd für ihn in dem Fall, sehr blöd. Also, aber ich meine, sozusagen dieses weg vom Inhalt zu gehen, aus lauter Schreck, dass sich das nicht ausgeht und das kapiert ja eh keiner und dann liest das keiner und hört das keiner, das ist schon sehr gefährlich. Aber da ist etwas, oder da wurde etwas neben deiner Aktivität und deiner Tendenz, dich überhaupt zu engagieren, wurde da etwas in dir sehr früh verankert, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt meine Frage, wenn ich mir diese Julia im Gegensatz zu dir vorstelle, wie ist das Politische in dich hineingekommen? Hat das mit deinen Eltern zu tun? Ja, schon. Wie hat das funktioniert? Denn das ist ja offenbar die zentrale Frage. Also, wie kommt das Politische in die Jugendlichen hinein? In dem Fall hat es schon viel mit den Eltern zu tun gehabt. Muss man schon sagen. Stopfen? Zumindest mein Vater war immer ein politisch denkender Mensch. Also, und das ist klar, Nachrichtensendungen sind angeschaut worden und man hat darüber geredet. Und ich habe meinem Vater natürlich immer wieder sprechen müssen. Also deswegen bin ich ja relativ früh, wie soll man sagen, frauenpolitisch zumindest interessiert worden, weil er hat so geschimpft über die Johanna Donald. In den 70er Jahren, wie es mit der Alice Schwarzer im Fernsehen gesessen ist, ab und zu, ich so, na, die Weiber, na, warte mal schauen, wie die ausschauen. Die sind ja nur frustriert, weil die da wischen sowieso. Also ich meine, das ist schon der immer leicht bei mir daheim aufgegangen. Und einer, der sich so aufregen kann, über wen, da habe ich gedacht, die müssen interessant sein, wenn sich mein Vater so aufregt. Also das war schon so ein Zugang. Nicht? Und irgendwie kann ich mir vorstellen, wie du, also wie du widersprochen hast. Ich habe immer gern diskutiert und ich habe in der Schule schon immer gern diskutiert, und wenn es welche irgendwie alle für eins waren, dann war ich fürs andere schon mal grundsätzlich. Also das. Wie hat das dein Vater gefunden? Ja, das war schon okay. Also wir haben nicht gestritten drüber, sondern diskutiert tatsächlich. Also das hat er durchaus ausgehalten. Also ich meine, es war ein Zückend. Also ich meine, er war immer auf der ÖVP-Seite, aber jetzt kein glühender sozusagen Parteiapparatschik. Und ich war daher klarerweise nie auf der ÖVP-Seite. In Graz hat es ganz früh eine grüne Gruppierung gegeben. Und zu meinem großen Schrecken, da habe ich allerdings schon studiert, wollten sie mich dann für den Gemeinderat, weil sowas würde ich nie machen. Also schon damals irgendwie haben wir gedacht, na, das jetzt nicht. Und dann haben das die ÖVPler spitz gekriegt und haben mich dann gefragt, ob ich nicht ihren Gemeinderat für die ÖVP will. Also ich war richtig umworben so mit 19 oder 20. Weil klar war, wo der Vater steht. Und nicht, dass wir die dann verlieren, sozusagen an diese neuen komischen Grünen. Nicht? Also, und schon was passiert. Und ja, na, wobei, also eben, ich wollte nie in den Gemeinderat, ich habe dann das studiert und nur andere Sachen gemacht, das wäre mir. Und Stichwort oder Thema Frauenpolitik, wo war da deine Mutter? Gar nicht. Meine Mutter war die klassische Hausfrau der 60er, 70er Jahre. Also mit Matura, gleiche Ausbildung wie mein Vater, nach der Matura Abiturientenkurs. So haben sie sich auch kennengelernt. Dann war sie Chefsekretärin in Graz beim Kastner und Öhler, während mein Vater schon langsam so zum Steuerberater, also von der Kanzlei aus aufgestiegen ist. Und dann hat er eben die Österreichische Wohnbaugenossenschaft übernommen als Geschäftsführer, weil er sein Button gerne immer aufgemacht hat. Und die lag ziemlich am Boden und da hat er in einer Interessensgemeinschaft ziemlich rumgefetzt. Und dann, worauf dann meine Mama natürlich irgendwann daheim geblieben ist, also schon nie gekommen sind als Kinder. Und dann hat es ab und zu geheißen, hat sie gesagt, nein, ich würde schon gern wieder ein bisschen arbeiten.
Und der Vater hat gesagt, das brauchst du doch nicht. Wir als Kinder übrigens hätten uns immer gewünscht, dass sie arbeiten geht, weil wir haben gefunden, dieses, dass da drauf liegt bei der Aufgabe und alles, das, da gab es schon relativ viel in der Umgebung, da war das viel klasse. Und wir sind mit da arbeiten gegangen. Natürlich haben wir es auf der anderen Seite bequemer gehabt, aber das haben wir ja nicht gesehen. Nicht? Also mir war dieses dauernde da unter Aufsicht sein gar nicht recht. Also, aber nun hat sie politisch nicht wirklich stark geäußert, hat halt das circa gefunden, was der Papa findet. Was sich dann irgendwann geändert hat, beziehungsweise wie ich dann beim das Frauenvolksbegehren mit initiiert habe, dann ist es ziemlich lustig geworden. Abgesehen davon, dass mein Vater das auch nicht so übel gefunden hat, weil er immer soziales Engagement gehabt hat. Und die Anti-Donau-Geschichte war ja viel früher. Und da hat er schon gefunden, also so irgendwie, wir sollen nicht übertreiben, hat er gemeint, aber so grundsätzlich, er soll es schon zugeben. Ne? Das war so seine Position. Und meine Mutter hat dann irgendwie befunden, na, wenn die Evi das macht, dann unterstütze ich das schon. Und sie hat dann angefangen, wirklich, die Eltern wohnen ein bisschen oben in Graz, so einen Berg auf, und sie hat immer, ist immer mit dem Bus runtergefahren, wenn sie irgendwas einkauft hat oder sonst dann getroffen hat. Und sie hat beim Bus fahren, hat sie die Leute anagitiert, dass es Frauenvolksbegehren unterschreibt. Wirklich total, das ist super, bitte. Da war es nicht mehr so jung. Wir sind nicht nur annähernd der gleiche Jahrgang, wir haben ja auch irgendwie, dass die Eltern sind, waren damals irgendwie wie Abziehbilder. Naja, das waren viele so. Ne? Ja. Hat deine Mutter jemals grün gewählt? Ganz heimlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Vater nicht auch schon zwischendurch grün gewählt hat. Nein, es ist. Nach der Intention gegangen. Nein, also, ihm ist schon klar, dass er wählen kann, was er will, das sieht eh keiner. Nicht? Also, nein, er war nie Apparatschik in dem Sinne, aber er war sozusagen christlich-sozial verankert. Sagen wir so, das ist bei ihm wirklich so gewesen in diese Richtung. Und bei gewissen Sorgen, die ihm da nicht passt, der würde es nie zugeben, aber nicht sicher. Bei der Mama weiß es, dass schon ein Grün gewählt hat auch. Also, das war halt so, ja, oder immer wieder sogar. Also, ich sage jedes Mal, sie muss grün wählen. Nicht? Das soll jetzt keine Partei werden. Sie muss. Also, wenn ich gefragt habe, ich bin ja auch bei keiner Partei, aus guten Gründen. Also, ich habe auch, das gebe ich offen zu, bei uns in der Gemeinde habe ich die letzten Male immer ÖVP gehört. Wir haben keine Grünen. Ich mache auch keine, auch wenn Sie das immer wollen, ein Auerstal bei uns in der Gemeinde direkt. Also das ist eine 2000 Einwohnergemeinde. Weil der Ortsvorsteher ist ein netter Typ. Also Bürgermeister. Der ehemalige Bürgermeister war schon sehr in Ordnung. Der jetzige ist auch ganz okay. Und die machen sinnvolle Dinge, auch gesellschaftspolitisch so, dass das für mich passt. Das sind keine Dumpfbacken. Und man muss leider sagen, die SPÖ ist bei uns halt ein bisschen... Jo. Ja, das muss dabei. Und mehr gibt es nicht. Also sagen wir so, ja, es gibt noch diese andere Partei, also diese, wie immer sie gerade heißt, das ändert sich immer wieder. Aber das ist so außerhalb meiner. Ja. Zur Frage, wie das Politische in dich hineinkam, du hast eh schon die Johanna Donal genannt, gab es abgesehen von ihr politische Leitfiguren, Vorbilder? Also wie das in mich hineinkam übrigens, da gibt es keine Leitfigur, aber bei uns ist, apropos auch wieder Essen, also meine Mutter hat eben nicht sehr gern und auch nicht besonders gut gekocht. Bei uns sind auch selten Menschen eingeladen worden. Weil nachdem mein Vater irgendwie doch eine gewisse Position in der Steiermark gehabt hat, das heißt, war es ab und zu aus einer... Ja. Positionellen Haltung irgendwie. Passiert. Ja, schon irgendwie. Eines dieser Essen, das unvermeidlich war, ist, dass so einmal im Jahr der Kreiner gekommen ist. Also für mich war es immer der alte Kreiner. Ich bin dann drauf gekommen, aufgrund der Jahreszahlen, dass es doch schon der junge Kreiner gewesen ist. Und meine Mutter war irgendwie extrem nervös. Es war, glaube ich, dann irgendein anderer Landeshauptmann einmal, wenn sie für die kochen sollte, weil das ist nicht ihrs. Und sie hat dann immer so gepfiffen. Also wenn sie jetzt einfach nur so... ist sie umgegangen, hat irgendwas gemacht, mein Vater war immer gesagt, ja, jetzt tu weiter und was weiß ich. Und unsere Freundin, haben sie eine Freundin gehabt, die macht das so locker, wir lieber Kochlehrerin. Also, und ich habe das dann irgendwann meiner Mutter abgenommen, relativ früh, so mit 13, 14. Und habe gesagt, ich koche.
dann hat sie nicht so einen Stress. Und so habe ich irgendwie für einen Kreiner, der doch eben der junge Kreiner, jung ist gut, der ist also deutlich über 80 inzwischen, gewesen sein muss, gekocht und habe dann auch serviert und habe ihm irgend so ein Schweinskotelett, was anders wird es nicht gewesen sein, auf die Hose geworfen. was er sehr nett gefunden hat und ich habe mich daran erinnert. Absolut nicht. Nein, damals war ich eben noch nicht sehr politisiert. Nein, wobei ich nichts über die Kleiner sagen. Also das offene Klima der Steiermark, gerade für Kultur in der Nachkriegszeit, das auch der alte Kleiner vor allem stark mitgeprägt hat, das holt schon was. In einem Profilinterview sprichst du dich ja dezidiert für das Torten von Politikern aus. Naja, das habe ich den Grundvögeln beschrieben. Also jetzt, es ist schon eine Methode. Das heißt, das Koteletten wäre eine... Das Koteletten wäre eine brachialere Methode. Von einem Hass, ein richtig schönes heißes Schweinskotelett, großes, so von einer Mangalitze, dass es Fett mehr ausgibt und auch die Hitze. Es geht auch schon ein paar, wenn man das vorstellen kann. Ja? Politik und Literatur ist das Thema. Wie kam die, um diese Frage zu paraphrasieren, wie kam die Literatur in dich hinein? Ich habe immer schon geschrieben. Also vor dem Lesen? Fast. Nein, es war bei mir eine eigenartige Geschichte. Also jetzt gesagt, Kinderbücher und so weiter. Also mir hat das total fasziniert, diese Bücher mit diesen Zeichen und dann waren natürlich Bilder immer drinnen auch. Und ich wollte immer wissen, was die Zeichen zu den Bildern heißen. Und meine Eltern haben gesagt, es reicht, wenn du lesen lernst, wenn du in die Schule gehst. Und ich habe sie immer segiert. Und alle möglichen anderen Menschen auch segiert. Und ich habe dann so ganz einfache Bücher mir faktisch selbst lesen gelernt, indem ich mich so lange gefragt habe, bis ich gewusst habe, was das heißt. Und zu ihrer großen Verblüffung konnte ich das dann, was nicht sehr schwierig war, was waren ja nur ein paar Sätze, aber konnte ich das dann auch lesen. Also es war für mich total magisch, diese Zeichen immer und einfach unglaublich interessant. Ich habe dann als Kind auch sofort alles, was ich erwischt habe, gelesen. Kannst du dich an die ersten Worte oder an das erste Wort oder an den ersten Satz erinnern, wo du lesen konntest? Nein, absolut nicht. Ich glaube, es war aus dem berühmten Buch Hatschi Pratschi Luftballon. Ah ja, was jetzt nun mal wieder anfängt. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich wollte sogar mal nachschauen. Irgendwie, aber es muss sozusagen ziemlich sicher, ich glaube jedenfalls ziemlich sicher, dass es das war. Das erste Wort, das ich lesen konnte, und schon wieder geht es ums Kochen und ums Essen, war Fleischerei. Fleischerei ist aber... Also super Wort, oder? Ja, schon. Also das erste Wort war... Das habe ich in Begleitung meiner Mutter beim Einkaufen, da stand Fleischerei. Und meine Mutter hat mir eben halt beigebracht, dass das Fleischerei heißt. Und da habe ich Fleischerei als erstes gelesen. Was waren die, jetzt was die Lektüre betrifft, so die Lieblingsbücher und Leitfiguren deiner Lektüre-Kindheit? Gab es sowas? Ja, ich hab in erster Linie alles gelesen. Wirklich. Nein, in erster Linie alles, ja, ist gut. Nein, mir ging es gar nicht um spezielle Sachen, sondern jeder neue Satz, jede neue Geschichte war für mich einfach spannend. Also da habe ich gar nicht viel unterschieden. Und dann gab es natürlich schon ein paar, die dann schon langsam herausgeragt haben. Also die Mira Lobe-Bücher waren für mich sehr, sehr spannend. Und weil sie da ein bisschen anders waren, sonst habe ich ja da diese durchschnittlichen Kinder- und Mädchengeschichten halt gelesen. Und die habe ich spannend gefunden, auch deswegen, das war die erste Autorin, die ich selbst gesehen habe. Die Mira Lobe war bei uns über die Pfarrbücherei einmal und hat eine Lesung gemacht. Und das habe ich irrsinnig faszinierend gefunden, dass da eine sitzt, die das Ganze schreibt und die hat dazu kennen über die Bücher und die mag. Also das war für mich was ganz Eigenes. Das kann mich genau an den Raum erinnern, wo das war. Das war so ein Behelfsding, weil da ist die Pfarr gerade gebaut worden und so ein weißer Raum mit weißen Sesseln. Man weiß zwar, dass die Erinnerung einen immer drückt, aber so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und also das war schon so eine, die mich sehr begeistert hat. Aber ich habe auch diese gesamte Mädchenliteratur gelesen. Also von
Wolle Kassen. Gulla, genau. Gulla. Na gut, das war ja schon fast ein gesellschaftspolitischer Ansatz, also muss man sagen, sozusagen. Aber da gab es welche mit deutlich weniger gesellschaftspolitischem Ansatz, wie Trotzkopf. Trotzkopf war super, weil das war so dick. Das habe ich deswegen sehr mögen. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so richtig toll. Also, dann gab es die Hani und Nani Bücher schon. Das ist eh nicht Pleiten, ja? Ja. Das war so. Also ich weiß, die sind immer dann irgendwie, die mussten dann in nicht in ein Heim, wie heißt das? Internat. In ein Internat heißt das, genau. Und meine Eltern haben immer gesagt, wenn ich besonders schlimm habe, gesagt, du kommst einmal ins Internat. Und ich habe immer gedacht, mach, dann würde ich auch hinter dran. Das ist so super. Das ist ja nie gelungen. Das ist ja nie gelungen. Nein, aber Mira Nobe ist ja, das Politische ist unser Thema, ist ja dezidiert politische Kinderbuch. Ja, natürlich. Beginnend beim das kleine Ich bin ja. Ich. Geht es immer um politische Fragen, in ganz engstem Sinn. Oder das, ja. ob du das hat das ist war bald vergriffen, ob du jemals In Supo gelesen hast von mir. Ja. Nee, der Geschichte. Ich habe damals alles gelesen und danach wieder nachgelesen. Also ich glaube, ich habe es sogar noch irgendwo. Das ist also so ein Zwillingsbuch, zu ein weniger martialisches Zwillingsbuch zu. Zum Herrn der Ringe von Poli. Genau. Hast du Kinderkriminalgeschichten gelesen? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Also, ich weiß gar nicht, was hat es denn da gegeben? Emil und die Detektive. Natürlich, ja, das habe ich sehr geliebt sogar. Das ist. Oder, ich weiß nicht, ob du Astrid Lindgren gelesen hast, die Karl Blomqvist. Die waren, da hat es nicht viel gegeben bei uns. Also das war ja irgendwie, ja, die habe ich nicht gelesen. Also ich habe ja, die Geschichte ist ja die, ich habe wirklich viel gelesen. Meine Eltern hatten schon so ein Abo, so der Deutsche Buchgemeinschaft, nein, es war Donnerland, das geheißen. Aber viel mehr haben sie jetzt auch nicht gekauft. Und ich wollte immer Bücher haben und sie haben dann aber immer gesagt, na, der Elfi schenkt mir kein Buch, weil der hat das ja gleich wieder ausgelesen. Und das war der Zugang so circa. Also war ich dann eine eifrige Benutzerin unserer Fachbibliothek und da habe ich das halt gelesen, was dort war. Ja. Und danach, dann habe ich das für mein Alter ausgelesen gehabt. Dann habe ich gefragt, ob ich den Rest auch lesen darf. Und dann hat die irgendwie gesagt, naja, so arg ist eh nicht. Geht schon. Und dann habe ich den Rest mehr oder weniger auch gelesen, war nicht so arg. Und dann bin ich irgendwann in die Stadtbücherei in Graz gewechselt, weil da hat es ziemlich durch. Da hat es viel gegeben. Da hat es schon viel gegeben, ja. Sagen Sie, Karl May haben Sie nie gelesen. Ein paar schon. Eine Zeit. Ja, ich weiß es nicht. Also ein paar Sachen haben mir gefallen und ein paar habe ich eigentlich ziemlich fad gefunden. Also ich glaube, es gibt schon so Bücher, die Buben in den traditionellen Erziehungsrollen einfach mehr ansprechen als Mädels. Und es war schon alles sehr sozusagen eine Bubenmännerwelt. Ja. Und das hat mir jetzt, eben, ich glaube, das wird deswegen nicht so, aber es hat schon ein paar gegeben. Also die klassischen Olchetta-Hände, du habe ich schon gelesen. Und dann aber auch irgendeins von diesen. Der Schatz im Silbersee, ja, es war nicht nur diese Also ich habe sicher, eben, wenn ich mir überlege, ich würde sagen, 5, 6, 7 habe ich sicher gelesen. Aber ich habe Bücher immer öfter gelesen und nicht nur einmal. Und ein Freund von uns, also der älter war schon und im Haus gewohnt hat, der hat alle gehabt und schon deswegen habe ich die meisten. Nur weil du Hani und Nani vorhin erwähnt hast, hast du die fünf Freunde Bücher der Ian Blyton gelesen? Ich glaube, die waren schon ein bisschen nach meiner Zeit. Meinst du nicht? Warte, hast du die gelesen? Ich habe sie eigentlich auch nur gelesen, weil sie meine Schwester gelesen haben. Das war und die sind jünger. Aber sie haben mir ehrlich gesagt nicht so schlecht gefallen. Ja, nein, und mich hat damals, und das ist jetzt frauenpolitisch vielleicht ganz interessant, diese einzig wirklich spannende Figur in den 5-Freunde-Büchern, dieser in der deutschen Übersetzung Georg, der in Wahrheit ein Mädchen war, also da gab es so eine Transgender-Geschichte in den 5-Freunde-Büchern. Das war eine total faszinierende Figur für mich. Aber ansonsten war das einfach brave Detektivgeschichten. Also ich glaube, das ist ein bisschen spät gekommen, finde ich schon. Das Spannende für mich ist, dass in diesen Kinderkriminalgeschichten, die
Es kommen, in der Regel gibt es keine Morde, aber es gibt Verbrechen natürlich und und ansonsten bitte? Wenig Sex meistens. Wenig expliziten Sex, aber den gibt es in den Kriminalromanen für große Anonyme. Ja, und wenn es einen gibt, ist er meistens ziemlich botschert. Also, genau. aber ansonsten kommen alle Versatzstücke, die ein ordentlicher Kriminalroman in diesem Kinder braucht, in diesen Kinderkriminalromanen vor. Ich soll jetzt zum ersten Mal einen Jugendkurzkrimi schreiben für ein Sammelband. Ich bin immer gewehrt, also weil ich immer gesagt habe, weiß ich nicht. Das ist nicht so einfach, das ist schwieriger, finde ich. Und jetzt habe ich mich dann breitschlagen lassen, weil das ein total netter Herausgeber ist. Also ein Buchhändler, der das in Oberösterreich macht, der Weidinger, der klasse ist an sich. Und jetzt haben wir gedacht, ich sollte ihn jetzt eigentlich nur schreiben im Dezember. Vielleicht im Januar. Darf ich überheblich sein und dir einen Tipp geben? Du bist nicht überheblich, gib mir bitte einen Tipp. Schreib so wie immer und versuch keine Jugendgeschichte, bitte keine Jugendgeschichte schreiben. Die sogenannte Jugendliteratur ist meistens eine Katastrophe. Ja, ja, aber na eben, das meine ich ja. Also, ich werde mich eher versuchen, glaube ich, zurückerinnern an meine Zeit, also zumindest an mich, ich kann mich relativ gut erinnern, wie ich zum Beispiel 13, 14 war. Dass das jetzt nicht immer wahnsinnig lustig war, für wen schon, ne? Aber das war die Zeit, wo ich dann wirklich zum Schreiben angefangen habe, intensiv. Immer wenn es mir nicht so gut gegangen ist, und das ist in dem Alter nicht unhäufig, habe ich mich einfach hingesetzt oder zurückgezogen und habe geschrieben und habe Geschichten ausgedacht. Und wenn es mir gut gegangen ist, habe ich was Besseres zu tun gehabt. Ist das jetzt auch noch so? Nein, überhaupt nicht. Das also, heißt, die Tatsache, dass du Jahr für Jahr einen Mirawalensky kennst. Heißt nicht, dass es mir sehr schlecht geht. Absolut. Nein, also die Zeit vergeht. Wir sind erst im Alter von 13. Und ich bin schon über 50. Das wird so lang. Wie du groß warst, hast du dann Kriminalromane gelesen? Ja. Und wenn ja, welche? Also, ich meine. Ich muss mir überlegen, wann was war. Also ich habe auch, wie ich groß war, immer sehr viel gelesen. Und ich habe sowieso viele der amerikanischen Erzähler gelesen, jetzt ganz abgesehen vom Krimi. Und so bin ich auch eher über den amerikanischen Krimi dann mehr zum Krimi-Lesen gekommen. Also eben Sarah Paretsky ist für mich eine, die ich schon sehr gut und spannend finde. Die schreibt Chicago-Krimis, die richtig an der Zeit sind. Also sie ist eine sehr taffe, ihre Hauptfigur, die Vika Schawski, deutlich taffer als Mamira und so. Also eine Privatdetektivin halt auch. Aber sie erzählt einfach viel über Facetten von Chicago. Eine total literarische Figur, die heißt Victoria Iphigenia Warshawski. Genau. Und hat mich als Mediziner immer dadurch besonders fasziniert, dass sie, wenn sie Kopf gekoppt hat, immer zumindest 3 Aspirin, nie nur 1, sondern immer, sie setzt sich immer in die Badewanne und schluckt immer 3 Aspirin und irgendwann Alkohol dazu. Hilft das? Kopfweh hast du noch gerne. Zumindest vorübergehend nicht mehr Kopfweh. Hast du jemals, versucht die Schleife zum Politischen wieder zu kriegen, hast du jemals Schöwall und Walli gelesen? Gehört zu meinen absoluten Lieblings. Die 10, den Roman. Nicht jemals, sondern ich habe es, glaube ich, 3 oder 4 Mal gelesen. Ich lese sie alle paar Jahre immer wieder. Da sind wir uns total einig. Das ist eine Lektüreempfehlung. Die 10 Romane von der Mai Schöwall und von Per Walli, die ja so ein Paar und auch ein schreibendes Paar waren, zu lesen. Die haben auch Jahr für Jahr, ich glaube zwischen 1965 und 1975, ist diese Reihe, wie heißt es, Roman eines Verbrechens, um den Kommissar Martin Beck und seinen Freund Lennart Kohlberg entstanden. Und die waren im realen Leben explizite Marxisten und haben den Marxismus als Lebenshaltung in Schweden vertreten, was ihnen das Leben damals nicht leicht gemacht hat. Sie haben nicht zu den brachialen Marxisten gehört, die das sozusagen als Attitüde vor sich hertragen, sondern die haben das wirklich gelebt und
und haben auch sozusagen sehr genau immer auf die Gesellschaft geschaut. Und das haben sie in den Büchern auch gemacht. Nicht? Also es wird ohne erhobenen Zeigefinger und oder ohne sozusagen moralisch oder politisch zu werten, wird Leben erzählt. Und das finde ich das Also ich kann mich nur erinnern an ja, immer wieder das Thema, wie agiert die schwedische Polizei. Ja, wie überschießend agiert die schwedische Polizei. Ja, und wie hängt sie auch mit Politik zusammen, ja. und wie verhalten sich aber auch die Leute außen rundherum, wann das so ist und so. Nicht? Also es ist schon, also ich finde, also die sind überhaupt die Vorreiter der ganzen Skandinavien-Krimi-Geschichte. Genau. Die gut sind, haben was von ihnen. Hat deine Mira Walensky eine politische Position? Also in ihrer Biografie, sie hat einen Vater, der war Landesrat. Also es steht nie das Bundesland dabei. Ihr Vater war Landesrat und das hat sie dazu gebracht, dass sie Politik nicht besonders mag. Es war mir wichtig, weil man gedacht hat, wenn ich ihr jetzt sozusagen mein politisches Engagement umhänge, wird es vielleicht ein bisschen zu viel. So ist sie eine, die sich schon was denkt beim Leben und auch bei dem, was sie in der Gesellschaft erlebt, aber keine dezidiert politischen Positionen, dezidiert politischen Zugang hat. Je nach Thema ist sie dann weiter oder näher bei der Politik dann doch dabei. Also in Männerfallen im vorletzten Krimi geht es halt um Rollenbilder und da ist sie schon schwerst genervt von ihrem blöden Chef, also vom Fotografen, Ressortleiter, der ihr halt dann erklärt, naja, du als alleinstehende Emanze wirst halt nicht begreifen, dass Frauen gern daheim sind und sich freuen, wenn sie einen Mann haben, der dann tüchtig ist und ihr die Arbeit macht und so. Ne? Also, sie steht schon wo, aber sie hat jetzt keine parteipolitische Heimat. Und sie hält sich von dem durchschnittlichen Politikgeplänkel, so wie wir es eben immer wieder wahrnehmen, ja, relativ fern. Ja. Man könnte, ich neige ja immer wieder zu Psychointerpretationen, was der Vater repräsentiert, davon hält man sich fern. Ja. Hast du jemals in Versandhäusern eingekauft? Oh ja, aber selten. Aber selten. Also jetzt Amazon habe ich ein einziges Mal mit schwersten Dingen eingekauft. Da habe ich alles durchgesucht, ob es diese blöden Tische nicht irgendwo sonst auf der Welt gibt. Egal wo ich hinfahren muss oder wo ich es bestellen kann. Aber ich habe so für ein großes Sommerfest so Klapptische gebraucht. Und die gibt es absolut nur über Amazon. Und was Vergleichbares gibt es sonst nicht. Und da habe ich mich ein, zwei Wochen damit beschäftigt, weil mir das so zwider war. Und dann habe ich es bei Amazon bestellt. Aber gebe ich zu. Und aber sonst. Buße getan. Bestellt. Nein. Aber sonst. Ja, ich schimpfe über Amazon, das ist aber keine Buße, das ist irgendwie Grundhaltung. Und als schreibende Norm wichtiger, hätte ich gesagt. Also, aber üblicherweise sind umsonst Versandhäuser gibt es, also so. Ah ja, klar, fällt mir ein, natürlich. Also es gibt nette Versandhäuser, zum Beispiel Sardinienprodukte. Es gibt einen kleinen Versand, die vertreiben Sardinienprodukte, sitzen in Innsbruck, sind super nett und da kannst du echt gute Sardinensachen mit dem Fernsehen bestellen. Das ist politisch in Ordnung. Habe ich mir noch nicht gefragt, oh ja, ich denke schon. Die kommen nicht. Wirklich von dort. Die kommen, die fahren, das ist, die sind in dieser Größe, die fahren selber dort runter einkaufen und bevor sie losfahren, schicken sie ein Mail rund und sagen, wenn es irgendwas anderes, das wir nicht auf der Liste haben, braucht, dann sagt es uns jetzt, dann schauen wir, dass wir das auch einkaufen. Also das ist in dieser Größe. man kann, wenn man versucht, das Politische zu beschreiben, es in die, sozusagen in die alten, großen Begriffe fassen, Freiheit, Gleichheit, die man kennt, Solidarität, Gerechtigkeit. Ich tue mir leicht, dass sie, also wenn ich versuche, mich dem Politischen zu nähern, dann tue ich das eher über Begriffspaare, die über polare Begriffspaare. Und ich frage dich jetzt, ob die in deiner Literatur eine Rolle spielen. Die Starken und die Schwachen. Ja klar, immer wieder. Ich meine, das ist ein zentrales Thema, wenn du dich mit der Welt beschäftigst. Nicht? Also in Evelyns Fall zum Beispiel. Nicht? Also das ist für mich
der Krimi, wo ich lang überlegt habe, wie gehe ich das Thema an. Da geht es um eine Frau, die eigentlich noch relativ jung ist, Mitte 40, und sehr einsam und ganz arm stirbt, und zwar wirklich mehr oder weniger mitten zwischen uns, also in einem kleinen Dorf am Rand von, also ein bisschen außerhalb von Wien. Und da stellt sich halt dann heraus, dass sie eigentlich also jung und sehr hübsch war und von einer großen Karriere als Sängerin gestanden ist, und dann ist alles möglich schief gelaufen. Und ihre Geschichte erzähle ich eben, weil mir das so wichtig war, zu zeigen, dass diese, sind eh noch alles Sozialschmarotzer, die schaut sich an, fett wie sie ist, sitzt die ganze Zeit nur drinnen und dort Fernsehen schauen, und dann müssen wir unser Geld. Nicht? Also, dass die Geschichte ein bisschen anders ist dahinter. Also das war, ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte mit stark und schwach. Also schauen wir mal hin, warum ist wer wie. Die Armen und die Reichen. Ja, ja, immer wieder. Das wird mir sogar ab und zu vorgehalten, dass in gewissen Büchern sozusagen Unternehmern und so nicht so gut wegkommen. Wer hält dir das vor? Leute, die inzwischen finden, dass alles, was auch nur nach Political Correctness riecht, echt öd ist. Die gibt es einfach. Also es gibt so einen Trend zum Unkorrekten. Nicht? Also ich will nicht nennen, ich will ihn nicht nennen. Es gibt einen Menschen. Das war ich eh mal ausgestrahlt worden. Also nicht das, was jetzt gesendet worden ist, sondern ich war einmal schon beim Zichowski zu Gast in dem Erlesen. Und da hat er mich dann zu meinen Krimis gefragt, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, sie haben als Figuren eine dickliche, also eine Journalistin mit etwas Übergewicht, eine Ausländerin, einen Behinderten, und ist ihnen das nicht alles zu viel an Correctness? Das hält doch keiner aus. Aha, okay. Ich habe mir die Mira nie in erster Linie als sozusagen nicht angepasste, übergewichtige vorgestellt. Jose, der paar Kilo zu viel, aber mein Gott, wir haben halt alle entweder eher ein paar Kilo zu viel, sondern oder sonst irgendein Problem. So toll fühlen sich die wenigsten. Dann bei der Wesner habe ich gesagt, ja, die ist im Bosnienkrieg gekommen, nicht? Aber das ist eine, die eigentlich sehr selbstbewusst und aufrecht durchs Leben geht, und alles andere ist ein Opfer. Und so gar nicht so die Rolle der armen Ausländerin spielen sollte. Und der Rollstuhlfahrer, ne, das ist der alte Vertraute der Mira in der Redaktion, der Troch, der auch absolut exakt null Opfer ist in Wirklichkeit. Ja, der sitzt im Rollstuhl und wird von vielen als sozusagen als Kriegsheld gefeiert, weil es in Vietnam passiert ist, wie ein junger Berichterstatter war. Er hat nicht vielen die Geschichte erzählt, aber der Mira schon. Und das war so, dass sie damals einfach ziemlich viel gesoffen haben dort, weil du bist ja nicht dauernd an der Frauen, und aus dem Fürste eh ununterbrochen. Und da war das Hotel mit dem Swimmingpool, und sie sind in der Nacht noch reingekupft, oder er ist in der Nacht noch reingekupft, da war aber leider kein Wasser drin. Sei deshalb Querschnitt gelähmt. Es war nicht ganz die Kriegsheldenhandlung. Aber das wird, also das hat der zum Beispiel wirklich so auf die Art, geht jetzt eigentlich gar nicht. Und das ist nicht der einzige, muss man sagen. Es ist mir schon ab und zu begegnet in der einen oder anderen Form. Und ich sage dann immer, also ich versuche ein Stück Leben zu beschreiben, das ist teilweise, diese Figuren, die gibt es halt, und Verhaltensweisen gibt es, und da ist nie alles gut und nicht alles böse, aber von vornherein mich daran zu freuen, dass alles sozusagen unfair ist und dass sozusagen Gerechtigkeit gar nicht sein darf, weil das ist ja langweilig. Da muss ich sagen, ja, ist es wirklich viel erstrebenswerter, dass irgendwelche Dumpfbacken und solche finden, am besten ist sozusagen, es gibt kein Fairness den anderen gegenüber, und buttern wir nur alle unter, die wir können, sind die wirklich sympathischer. Also ich weiß nicht. Also die sind sie in der Wirklichkeit nicht sympathischer, ja, eigentlich, und in der Literatur auch nicht. Ja, in der Literatur sollen sie aber gar vorkommen. Ich meine, das ist mir wichtig, die Typen gibt es ja, ne? Aber ja, sie sind aber sozusagen nicht Prototypen des Guten. Also das ist es. Ne? Die Zugehörigen und die Fremden. Ja, das kommt zum Beispiel natürlich über die Wesner bei mir. Nicht? Also die schon bewusst eben von woanders herkommt und daher was anderes gesehen hat, das sie aber nicht verzweifelt, sondern eher mutiger gemacht hat eigentlich. Und da gibt es natürlich immer, also das wird
das wird im nächsten Krimi, wo es jetzt die erste Fassung gibt, eine große Rolle spielen, unter anderem. Weil da geht es um die internationale Textilindustrie. Und da geht es auch um Vietnam und um eine, die und um ein vietnamesisches Lokal in Wien und um eine Vietnamesin, die in der Textilindustrie arbeitet und herkommt. Und fremd ist. Und fremd ist, natürlich. Und die auch, also die auch die Mira und andere natürlich immer wieder missverstehen. Weil es ja nicht so einfach ist, selbst wenn du es verstehen willst. Und also und auch sozusagen ihren den Mann ihrer verstorbenen Schwester, also den verstehen sie immer wieder miss. Und er sorgt aber auch dafür, also so ist nicht. Also ich meine, jetzt kein, der ist eben zum Beispiel nicht der Heilige in Person, sondern der führt halt kräftig an der Nase herum. Eine Paarung, die mir natürlich besonders wichtig ist, die ich immer nicht nur als eine psychologische, sondern auch als eine politische Paarung verstehe, die Kinder und die Erwachsenen. Natürlich. Also das ist, ist bei mir sowas, das hat sich im Laufe der Bücher entwickelt, weil bei mir werden ja die Figuren wirklich mit jedem Krimi um ein Jahr älter. Also so jedes Jahr. Ich war ja älter und die waren ja älter. Und die Mira ist immer ein Jahr jünger als du. Die Mira ist immer ein Jahr jünger als ich. Das liegt aber nicht daran, was jemand schon behauptet hat, dass ich mir also doch ein bisschen jünger mache, sondern es liegt daran, dass ich das Buch immer ein Jahr vorher schreibe und sie immer mehr älter. Also, und so geht es einfacher mit den Rechnern und mit Zahlen habe ich es eh nicht so. Und vor allem mit diesen zu dokumentierenden Zahlen. Naja, die Wesner hat ja ein Zwillingspaar, also und Jana und Fran sind inzwischen Studenten und sind gerade im Fertigwerden oder schon fertig. Und die spielen in einigen Krimis eine ziemliche Rolle, weil man einfach sozusagen, weil ich diese jüngere Generation zumindest nicht ausblenden will, beziehungsweise ich brauche sie definitiv für meine Geschichten. Gewisse Sachen sozusagen, da brauchst du einen anderen Blick drauf und eine andere Zugehensweise. Und die sind wir eigentlich ganz schön wichtig geworden. Über Kinder selbst als Hauptfiguren würde ich nicht schreiben, das kannst du natürlich nicht nur als Psychiater, sondern du hast einfach mehr zu tun. Ja. Und das, ich glaube, es ist ja ganz gut, wenn man sich mit den Dingen, über die man schreibt, auskennt. Genau so ist es. Das denke ich mal im Allgemeinen. Das. Weil das ist eben, also, das, wie du das im Matratzenhaus gemacht hast, das da die gern so erzählen können, aber es kommt dir einfach nicht, weil ich eben nicht so nah dran bin mit uns. Apropos Matratzenhaus, das, was ich jetzt noch frage, spielt da natürlich eine Rolle und das spielt in dem, was wir schreiben, immer eine Rolle. Es klingt jetzt so pathetisch, die Frage, die ich stelle, was ist das Böse? Ja, da gibt es die verschiedenen Antworten. Das Böse ist immer und überall. Aber damit man mal weiß, wo, kann man vielleicht auch sagen, was das ist. Ne? Also, ich glaube, dass es sowieso Teil eines jeden und auch Teil unserer Gesellschaft ist und dass das jetzt gar nicht grundsätzlich so böse ist. Weil sozusagen der Gegensatz zum Gut bringt ja auch was weiter. Also ich sehe das nicht grundsätzlich jetzt so. Das Böse sehe ich nicht grundsätzlich immer ganz negativ. Wenn das Böse entgleitet sozusagen und sich vom Rest abspaltet, dann kann es ganz böse werden. Also ist in meinen Krimis und das wird so. Jetzt bin ich ein bisschen böse, aber etwas, mit dem wir uns so gern beschäftigen, kann ja nicht wirklich so böse sein, aber ist das böse. Naja. Ja. Vielleicht auch deswegen. Nein, ich glaube, also ich hab's jetzt in meinen Krimis auf eine der Erklärungsmuster immer wieder runtergebrochen. Ich glaube, dass das Böse nicht wirklich fassbar ist. Also, und zwar auch ganz real, bei mir löst sich keine Geschichte so auf, dass du zum Schluss sagst, haha, Schurke, du bist jetzt enttarnt, eingesperrt und hast keine Chance mehr, jemals wieder böse zu sein. Und das Gute hat gesiegt. An das glaube ich irgendwie nicht ganz. Ich glaube aber schon, dass man hinschauen muss und dass man versuchen sollte zu enttarnen und aufzulösen.
Und in den Krimis ist es halt so, dass das eine oder andere wird gelöst, der eine oder die andere wird auch enttarnt und hat dann dafür zu büßen, dass sie böse waren. Aber dass das Böse, die dahinter sind oder die mit verursacht haben, dass die so geworden sind, wie sie sind, die bleiben natürlich nicht fassbar. Ich empfinde es immer, oder in den Büchern, die ich gelesen habe, von dir sehr wohltuend, dass du auch in der Beantwortung dieser Frage immer so pragmatisch am Boden bleibst und dass du nichts irgendwie Metaphysisches oder so, so ein Pathetisches ist, sondern, ich meine, auch die Rede von der Banalität des Bösen hat inzwischen so ein komisches Pathos, aber es stimmt schon. Die Erklärungen dafür, warum gewisse Menschen das repräsentieren, was wir gelernt haben, das Böse zu nennen, die sind meistens relativ banal. Die sind relativ nachvollziehbar und banal, ja. Welche Verbrecher magst du besonders? Welche Verbrecher mag ich besonders? Wirtschaftskriminelle, Giftmörder. Na, die im Affekt teilweise, weil das kann ich mir selber am ehesten vorstellen. Dass ich auf jemanden irrsinnig zornig wäre, weil jemand was wirklich Böses tut oder Menschen, die mir nahe sind, Böses tut und dass ich dann im Affekt sozusagen jemanden rächen will oder einfach mich so ärgere, dass ich zuschlag. Also das kann ich mir nur immer am ehesten vorstellen, dass du einfach, also ich habe ja, nachdem ich Jus studiert habe, war ich kurz am Gericht in Wien, am Landesgericht, am Straflandesgericht und war dann halt bei den Prozessen dabei. Und ich habe immer die Wahnsinnsgeschichten erwartet dort, nicht? Aber es halt um Totschlag oder Mord ist ja nicht so häufig, aber Totschlag ist häufiger, geht. Und ich weiß, der erste Prozess mit einem Totschlag war so, dass ich neben dem Richter gesessen bin und da war vorhin halt der das angestört hat, das war schon relativ klar, und der sagt zu dem, und ja, warum haben sie das dann? Und der sagt auf, ja, Herr Raut, mit dem hast du nicht reden können. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Und dann habe ich zugestellt. Also das Argument, mit dem hast du nicht reden können. Ja, ja. Und der war relativ sprachlos, aber als Typen, die waren jetzt ja ziemlich einfach gestrickt. Ne? Und dort von jetzt an die Argumente ausgegangen, mit dem kannst du offenbar nicht reden, dann stichst du halt zu. Also, er ist mir zum Beispiel nicht wirklich unsympathisch. Wenn er unsympathisch war, wenn er jemanden, den ich kenne, erstochen hätte, das ist eh ganz klar. Ne? Aber da würde ich sagen, ja, Jesus, na, was kann man tun, dass ich dir besser zu helfen weiß? Die Verbrecher, in denen du. Die Botschaften. Ich wollte jetzt sagen, in denen du etwas von dir wiederfindest. Als ja, oh ja, aber es hat schon was. Also, das hat auch mit mir zu tun. Also ich glaube, die Botschaften und Verbrecher mag ich. Also die Berechnenden, die sozusagen für sich Vorteile kalkulieren, beinhart und sagen, ist das scheißegal, wer das ist. Die mag ich. Aber die gibt es schon. Ja, natürlich. Ja, die gibt es auch in der Realität. Also so ist es ja nicht. Also nicht alle werden bestraft. In den Dingen, die du schreibst, oder die wir Kriminalromane schreiben, geht es immer auch ums Verbotene, also um den Totschlag, der nicht sein sollte, zum Beispiel. Zum Thema Verbot. Verbot und Sprache. Soll es verbotene Wörter geben? Nein. Also, ich bin ja wirklich also eindeutig und bekennende Feministin. Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, dass Frauen in der Sprache vorkommen, weil das Zeichen setzt. Ganz klar. Aber diese Verbotsgeschichten, dass man sagt, so hat etwas zu sein und so darf es nicht sein bei Sprache. Wurscht, ob das jetzt sozusagen im feministischen Kontext oder im Frauen-Männer-Kontext ist oder ob das im sozusagen korrekten Kontext ist, dass halt Neger nicht mehr so sein sollte, was ja richtig ist, aber das zu verbieten, heißt von Sprache nicht wirklich, glaube ich, was verstanden zu haben. Sprache ist etwas, das entwickelt sich im Konsens einer Bevölkerung über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte von verschiedensten Gruppen, die zueinander kommen. Das sind aber die englischen Wörter, die ich auch gar nicht schlimm finde. Wenn man denkt, wie viele Lehnwörter es im letzten Jahrhundert gegeben hat oder im letzten Jahrtausend, das ist absurd alles.
Die muss sich entwickeln können. Man kann gewisse Grundregeln festlegen. Es ist klar, man einigt sich auf eine gewisse Grammatik, man einigt sich auf eine gewisse Rechtschreibung. Wenn es übertrieben wird, nervt mich das auch schon. Es wird nicht einzusehen, warum. Und ansonsten ist Sprache lebendig. Und das wird sich schon entwickeln. Und ich bin die Erste, die irgendwo in einem Buch, wenn da jetzt einer schreibt, die Neger sollen, irgendwie sollen sie so ein Ohrhauen wieder nach Afrika in ihren Kral, dann werde ich das aber heftigst kritisieren und sagen, was ist das für ein Typ? Aber wenn in einem Kinderbuch aus, ich weiß nicht wann, dann das Wort Neger entfernt werden soll, weil das jetzt böse ist, ist das ein Schwachsinn hoch 70. Das bringt keinen dazu, jetzt einen Menschen mit dunkler Hautfarbe zu hassen. Die Langstrumpfen hat ja, einfach Schwachsinn. Und wenn man schon will, da habe ich schon gesagt, warum sie das jetzt schon nicht mehr will, bitte, und warum schreibt sie dann nicht in den neuen Ausgaben hinten hin, jetzt sagt man das nicht mehr, weil es einfach einen rassistischen Zusammenhang hat, und damals war das nicht so, damit wäre viel nach was erklärt, das sie vorher vielleicht gar nicht gewusst hätten. Das wäre viel besser. Aber, also, und das, solche Sachen nerven mich dann schon extrem. Muss ich sagen. Das heißt, Politically correct nicht klar, aber mit Maß und Ziel. Ich mag das Wort ja überhaupt nicht, diese Political Correctness ist ja sowas Aufgepfropftes da und dort, sondern einen ordentlichen, respektvollen Umgang mit Menschen muss man haben. So ist. Und dafür braucht es gewisse Regeln, aber sicher keine Sprachverbote. Ein paar Fragen am Ende jetzt, die ich dich immer schon fragen wollte, sozusagen. Schauen wir mal. Hunde oder Katzen? Katzen, aber am liebsten hätte ich auch Hunde und dann noch Esel und der Lama hätte ich auch. Gibt es Gizmo? Es hat sie gegeben. Hat sie gegeben. Ja, sie ist letztes Jahr mit fast 18 gestorben. Es gibt übrigens so Hardcore-Fans, das heißt, der Gizmo, dass sie das sagen... Sie von, wirklich von Anfang bis zum Ende? Ja. Jetzt immer stirbt sie im nächsten Mal. Naja, das ist aber zu sagen noch nichts. Es gibt so Hardcore-Fans, der Gizmo, die gesagt haben, jetzt werden sie nicht einmal dran glauben müssen, sonst ist das unrealistisch. Und ich sage, na bitte nicht die Gizmo. Nicht die Gizmo. Von mir aus den Oscar. Aber nicht die Gizmo. Also, ich verstehe das gut. Könntest du ohne Katze schreiben? Ja, ich schreibe momentan ohne Katze. Wir haben momentan keine Katzen mehr. Einfach, weil wir mehr oder weniger das halbe Jahr unterwegs sind und etwas uneins momentan, wie wir es anlegen. Also ich gebe zu, ich hätte schon wieder sehr gerne. Ich hätte sogar eine ganz super Katze. Schon einen Visier nehmen können. Aber es ist natürlich so, wir fahren im Februar wieder 5 Wochen in die Karibik. Haben natürlich Freunde, ein Teil davon sitzt da hinten. Die haben nämlich auch den guten Wein mitgebracht. Also die passen uns eh immer auf. Aber einen jungen Koda, man hat 1,5 Monate allein lassen, eh drinnen natürlich in dem Fall, auch wenn es bei uns immer raus dürfen, weil ich finde, sie brauchen ein ordentliches Leben und wenn ein niedergeführt wird, ist das wahnsinnig traurig. Aber gescheiter, wenn es eingesperrt ist. Okay. Ganz ehrliche Antwort. Wie lange braucht man, bis sich einem die Reize des Machfeldes erschließen? Wir reden jetzt nicht über das Weinviertel, sondern über das Machfeld. Dort, wo du wo ich koche oder wo ich lebe. Schau, du siehst, mir haben sich diese Reize noch nicht erschlossen. Das ist ganz richtig. Nein, du musst unterscheiden. Machfeld ist flach. Das ist Steppe. Das ist das? Nein, das ist hügelig. Machfeld ist flach, ist Gemüsebau, ist Steppe, das ist super, dort können sie irrsinnig viel Windradeln hinstellen, das wird immer hübscher dadurch. Das Weinviertel ist eine Weinhügellandschaft, die unglaublich hübsch ist. Und bei uns noch dazu den Zusatzreiz hat in unserer Gegend, dass dazwischen kleine Ölpumpen stehen. Es ist mit den Krummvögeln ausführlich beschrieben. Und es hat sich mir ganz schnell erschlossen. Ich habe mir nämlich ein Haus gekauft, ohne dass ich die Gegend gekannt habe. Einfach weil ich ein Haus am Land wollte, das ich mir leisten kann. Und ich bin nicht weit weg von Wien. Und ich bin damals in Auerstal einfach die Straßen bergauf, bei Lüde, aufgefahren und habe mich einfach niedergesetzt am Rand von einem Weingarten, wo du so runtergeschaut hast aufs Dorf und habe geschaut. Und rund um mich war ein Wein, dort unten das Dorf, da war der Hügel und auch das gefällt mir.
Klingt gut. Ja, und damit war es. Du sagst irgendwo, dass du kein Bergmensch bist. Das stimmt. Und das spürt man auch. Ja, also ich bin jetzt, also eben dort, wo Marktfeld ist und Steppeser Straßhof, ich weiß, warum dort Verbrechen passieren. Fahr durch Straßhof durch und an der Grenze der Depression nachher, da schießt dich. Das ist leider wirklich so. Also es leben dort nicht den Menschen, was vor kurzem gelesen wird, aber wenn du das durchfährst, ist es auch heftig. Ich bin eher ein Bergmensch, aber wenn ich irgendwann mal versuchen werde, einer Ölpumpe libidinös nahe zu kommen, ich schenke da die Grundvögel dann noch ein bisschen aus. Da kann man nämlich wunderbar lesen, auch im Schatten der Wildpumpen. Aber jetzt ganz, ganz narzisstische Frage. Was soll ich davon halten, dass du in deinem letzten Roman in einer nicht ganz unprominenten Position eine Figur namens Paulus auftauchen lässt? Nicht nur das, sondern dass dieser Paulus am Ende eine Kugel in den Kopf. Nur nicht am Ende. Fast am Ende. Er überlebt. Naja, ich habe natürlich einen sympathischen Namen gebraucht. Danke. Und zweitens, was soll ich davon halten, dass es dann in diesem Buch nicht nur einen Pauls gibt, sondern dass da auch ein Ani auftaucht? Das heißt, die ganze deutschsprachigen Kriminalschriftsteller lässt du da aufmarschieren. Das mit dem Ani ist mir erst nachher gekommen. Wobei ich den Fritz Ani total passiert. Mag. Also das ist, wir treffen uns so ein, zweimal im Jahr, lesen wir sicher gemeinsam. Und das ist mir passiert, der hat nämlich zuerst anders geheißen und es war verwechselbar mit irgendeiner anderen Figur, wie das bei mir ab und zu ist. Und dann hat der Ernest gesagt, hörst, das geht nicht, da kennt sich kein Mensch aus. Und dann bin ich irgendwie auf. Dann habe ich aber irgendwie geschaut, dass der Name passt und bin auf Ani gekommen und erst im Nachhinein haben wir gedacht, hey, der Fritz heißt ja irgendwie Nachnamen Ani. Das heißt, das wären jetzt nicht alle Kollegen. Ich habe es zumindest nicht vor. Bei mir passiert das unbewusst. Also, ich habe nichts einmal geschaut. Warum beruhigt mich das nicht? Nein, das kann nicht nur verbunden. Ich habe es einmal geschafft, in Wein und Tod gibt es, der muss auch sterben, stimmt. Ein Winzer, der hat wunderschöne blaue Augen, so schöne blaue Augen, so richtig so wach. Und spielt nachher eine Rolle dann im Buch. Und ja, der wird dann auch vom Hochstand aus erschossen beim Joggen, was beim Winzer eben nicht gut kommt. Und im Nachhinein, wenn das Buch erschienen ist, komme ich drauf, um Gottes Willen, das sind genau die Augen vom Pfaffe. Dieser bekannte Winzer bei uns. Der hat nämlich erst riesig schöne blaue Augen. Und mir war das dann so peinlich und ich habe gehofft, dass das nicht auffällt. Und natürlich ist seine Frau dann gekommen und hat gesagt, ha, das, irgendwie hast du ihn da beschrieben, gell? Und ich habe gesagt, ja, aber nur versehentlich. Und er hat dann, war dann aber ganz, ganz geschmeichelt. Und ich meine, ein Buch ist ein ziemlicher, also sagen wir so, es haben vielen haben seine blauen Augen gefallen. Und er hat dann gesagt, ja, das passt schon, aber so einer bin ich ja eh nicht. Ganz spießiger Wordrap am Schluss, das ist altes Spiel. Ganz rasche Antwort. Ja, das schaffe ich nie. Beatles oder Stones? Stones. Goethe oder Schiller? Goethe. Mozart oder Beethoven? Mozart. Keine klassische Musik. Oh, nein, beide eigentlich, aber am liebsten zeitgenössische. Bob Dylan oder Leonard Cohen? Ist das, da muss ich mir überlegen, wer jeweils, die ranzen beide so. Ist schon beantwortet. Die ranzen beide, das geht nicht. Bob Dylan ist okay. Nein, ich verwechsel die wirklich nicht mehr gern. Und der Cohen ist der dann also katholisch, religiös worden ist und irgendwie völlig durchgeknallt ist. Dann habe ich mal ein Konzert gesehen, das war schrecklich. Claudia Cardinale oder Sophia Loren? Also von den Filmen her, Sophia Loren, vom politischen Bewusstsein Claudia Cardinale. Claudia Cardinale oder Claudia Schiffer? Claudia Cardinale. Brad Pitt oder George Clooney? George Clooney? Fisch oder Fleisch? Fisch. Rind oder Schwein? Rind. Das ist einfach. Weiß oder rot? Weiß, vor allem beim Wein, aber ich mag roten auf. Alles rot, also nein, rot, aber immer neuer Himmel, alles rot. Völlig falsch. Rot oder schwarz? Rot. Rot.
Schwarz-Grün oder Rot-Grün? Ja. Also, wenn sie überlegt hat. Nein, schon eher. Also, wenn die Roten sich aufs Rotsein besinnen würden, wäre für Rot-Grün, und wenn die Schwarzen sich aufs Soziale besinnen würden, wäre die auch für Schwarz-Grün. Also Grün-Grün. Also, wenn sozusagen das waren, was eigentlich im Programm hätten, wären beide ganz okay. Buchhandlung oder Bücherei? Buchhandlung. Aber ich kann was leisten. E-Book oder Papier? Nein, allemal Papier, dazu E-Book. Schon. Ja, ja. Wenn ich unterwegs bin, hatten wir immer eine Tasche Bücher und eine Tasche mit dem Rest. Und jetzt habe ich einen E-Reader. Also das schon. Okay. Messer oder Schusswaffe? Messer. Gift oder Hutnadel? Gift ist praktischer. Riesling oder Veltliner? Veltliner. Weinviertel, bitte, Weinviertel DRC. Ha. Erwin Feul oder Michael Häupl? Michael Häupl. Er liest allein deswegen. Michael Häupl oder Maria Vassilakko? Also ich muss sagen, ich kenne Michael Häupl besser als die Maria Vassilakko. Das ist mein Problem, wirklich. Und mit dem habe ich immer ich gerade... Ich habe geantwortet, ja. Aber einen Bier... Karl Marx oder Karl May? Karl Marx, das ist einfach wenigstens. Ja. Wie viele Gänge hat das Ideal in Menü? Das hängt von der Uhrzeit ab. Das habe ich gefühlt, und von der Gesellschaft. 5, 8. Und den Abschluss bildet? Beim Menü? Käse. Muss was zum Essen sein? Danke! Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Danke. Fürs Soufflieren, fürs Zwischenfragen stellen. Dafür, dass Sie ein so angenehmes Publikum waren. Und ich danke vor allem Eva Rossmann für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir. Büchertisch. Wir werden auch beide, sollte jemand was. Die Bücher liegen auf, sind käuflich zu erwerben, sind ideale Weihnachtsgeschenke und werden natürlich gerne signiert, wenn der Wunsch besteht. Und hinten gibt es Döllinger Weine. Den Wein zum Buch. Ja. Den Wein zum Buch. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Danke. Schönen Abend.